habe ich neben mir sitzen Daniel Dietz, Triple D, der internationale deutsche Meister, denn heute hat er für den internationalen deutschen Meistertitel gekämpft. Erstmal von uns, Daniel, herzlichen Glückwunsch zu diesem Megagürtel, megatollen Titel. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, natürlich euphorisch. Erster Titel, mega, mega cool, gerade BDB. Die machen hier in Deutschland Boxen groß, habe ich ja auch vor. Und ja, der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Ja, und ja, also ich meine, das war ja echt ein sehr, sehr schneller Kampf gewesen. Also man hat ja kaum hingeguckt, schon zack, lag der Gegner im K.O. Hast du das dir so gedacht, hast du dir so vorgestellt oder was hast du gedacht, was gibt es für Herausforderungen? Also wir haben natürlich zu Hause für 10 Runden trainiert, auch unabhängig vom Gegner. Wir sagen, hey, wir sind noch in der Entwicklung, wir müssen uns erstmal technisch aufbauen. Das heißt, wir fokussieren uns nicht speziell auf die Gegner, sondern sagen, wir trainieren für uns, haben da gut trainiert und haben auch keinen K.O. angezielt. Der kam jetzt einfach, war auch nicht beabsichtigt. Schade, dass es so kurz ging, aber jetzt geht es zum nächsten. Genau. Ja, und was ist der nächste Kampf? Was ist das nächste Ziel? Also ich kämpfe am 24.06. in der MAP Arena. Gegner ist noch nicht bekannt, da wird Rainer Gottwald sich den nächsten Schritt überlegen und ich freue mich, wieder kämpfen zu dürfen. Wird ein super Event. Ja, und du kommst ja eigentlich ursprünglich aus dem Kickboxen. Und was sind denn da so die Herausforderungen, wenn du also an Kickboxen denkst und jetzt so zum Boxen? Also klar, ganz offensichtlich ist, man ist limitiert auf die Hände, Beine, Knie fallen weg. Aber dafür ist die Technik, die man lernt, viel, viel größer, geht viel tiefer. Du hast ja nur deine Hände und dadurch gibt es verschiedene Stände, verschiedene Varianten, wie man den Schlag schlägt. Und da gibt es eine technische Varianz, die man einfach lernen muss. Und ich bin gerade dabei, Peter Schmidt, mein Trainer, ist da gut drin und unterrichtet mich da wie ein Lehrer. Und ich bin jetzt komplett am Wachsen, bin 27. Also ich habe den richtigen Schritt zur richtigen Zeit gemacht, vom Kickboxen zum Boxen. Ja, 10. Kampf, 1. Titel, so kann es weitergehen. Wo soll es hingehen? Also wo ist das Endziel? Gibt es da schon ein Endziel? Also ganz klar, Weltmeister wollen wir werden, das ganze Team. Wir haben auch ein Team aufgebaut, gerade Promotion, Rainer Gottwald, Peter Schmidt als Trainer. Jetzt müssen wir noch Sponsoren suchen, die finanziell uns unterstützen und dann ist der Himmel grenzenlos. Also mit dem ersten Titel, denke ich mal, wird es auf jeden Fall sehr gut und definitiv. Ja. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück und auch für den nächsten Kampf und sind gespannt, was wir von dir alles noch so hören. Ja, da wird noch einiges kommen. Vielen Dank. Euch noch einen schönen Abend. Wir werden berichten. Danke.